Also, herzlich willkommen. Добрый день. Здравствуйте. Mein Name ist Falko Mauersberger. Falko Mauersberger зовут. Ich bin der Direktor der Firma Mauersberger. Меня я директор фирмы Mauersberger. Und ich möchte Ihnen heute die Produkte bzw. die Firma Mauersberger etwas vorstellen. Мне бы хотелось немножко рассказать сегодня о моей фирме и о продукте, который мы выпускаем. Und zu Beginn möchte ich natürlich meine Dolmetscherin Ирина vorstellen. Спасибо. Меня зовут Ирина. Если какие-то вопросы, что-то непонятно, не стесняйтесь. Я тоже человек, тоже ошибаюсь, поэтому и поправляйте меня с удовольствием. Буду знать вашу продукцию доскональнее. Genau. Ich habe auch eine Bitte. Ja, die Leute damit, wenn sie Fragen was haben, was genau. Unverständlich ist. Ja. Natürlich. Zu Beginn etwas Organisatorisches. Но сначала немножко, может быть, такой организационный момент. Ich habe hier einen USB-Stick. У нас есть флешка. Да. Und der Mitarbeiter von Hooker wird dann an allen Zuhörern und Teilnehmern dieser Präsentation diesen Stick verteilen. Nach der Präsentation. После презентации можно вот получить вот такой стикер с информацией о нашей продукции, о нашей фирме. Genau, weil auf diesem USB-Stick sind alle Broschüren, alle Preislisten, Fotos, Präsentationen finden Sie dann auf diesem USB-Stick. Вы там все найдете, и брошюры, и цены, и фотографии, в общем, полная информация. Genau, weil mein Koffer war natürlich etwas begrenzt und ich habe nur einige ausgedruckte Exemplare mitgebracht. Поскольку я не могу все привезти с собой, вот что привез, то привез. Also dann die Bitte an Sie, dass Sie diesen Stick mit den Daten verteilen. Тогда вот да, коллега, ваша. Okay, also zu Beginn möchte ich Ihnen etwas über die Firma Mauersberger als solches erklären. Die Firma Mauersberger ist praktisch in der Nähe von Dresden. Sie sehen es hier auf dieser Karte. Firma находится недалеко от города Дрезден в Германии. Und wir sind gegründet worden 1990. Мы организовали свою фирму в 1990 году. Im Jahr 1994 haben wir dann die ersten Badewannen, Duschwannen und Whirlwannen aus Acryl in Gelenau gefertigt. Уже в 1994 году в продажу вышли ванны акриловые. Und das ist so die erste Botschaft an Sie, dass wir sämtliche Badewannen, sämtliche Duschwannen in Gelenau direkt selbst produzieren. И мы как бы хотим вот таким образом подчеркнуть, что наши ванны, наши поддоны мы изготавливаем сами с 1994 года. Also wirklich, jedes Produkt, was Sie kaufen, ist bei uns, bei der Firma Mauersberger, hergestellt worden. Любой наш продукт, изготовленный нашей компанией, изготовлен у нас на предприятии. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig. Sie arbeiten also bei der Firma Mauersberger mit einem Hersteller zusammen. То есть вы работаете с прямым производителем. Ne? Dann ging es natürlich weiter. Wie gesagt, 2004 haben wir die nächste Halle gebaut und wir haben derzeit insgesamt 4 Werkhallen in Gelenau. В 2004 появился новый цех, на сегодняшний у нас 4 цеха находятся на территории. Ne? Und aktuell sind wir in der Firma Mauersberger ca. 50 Mitarbeiter. Работает у нас 50 человек на сегодняшний день. Das ist für russische Verhältnisse eher klein, aber für deutsche Verhältnisse schon etwas größer. Наверное, вам это покажется очень маленьким, маленькой такой компанией, а для нас это уже ощутимый такой результат. Ne? Weil ich Ihnen gerade hier diese Deutschlandkarte mit der Stadt Dresden gezeigt habe, wir haben jedes Jahr eine Schulung in Dresden mit einem Ausflug, wo wir natürlich auch viele Mitarbeiter, viele Architekten und viele Kunden aus Russland einladen. Мы тоже проводим раз в город большое обучение, куда приглашаем и российских, и коллег, и производителей. Und auch dieses Jahr im November werden wieder eine Tour stattfinden nach Dresden, wo einige von Ihnen dann wahrscheinlich mitfahren dürfen. Вот в ноябре у нас снова будет тур, и надеюсь, что кто-то из ваших коллег посетит нас. Ne?
Hier haben Sie ein, zwei Fotos aus unserer Produktion. Ne? Also wie gesagt, Sie sehen zum Beispiel hier Irina Petrovitschewa. Das war im Jahr 2016 gewesen, als sie uns besucht hat. Und das ist immer ein sehr großes Highlight, wie gesagt, wenn man wirklich selbst diese Produktion einmal sieht. Конечно, вот вы видите просто фотографии нашего производства, и ну, явно узнаете Ирину Петровичеву, которая была. И, конечно, это всегда хорошо, когда человек наглядно сам убеждается в продукции. Ne? Sie haben natürlich mit der Firma Mauersberger auch einige Vorteile. Wie gesagt, wir haben eine sehr hohe Qualität für unsere Produkte. Das zeigt auch diese sehr niedrige Quote von den Reklamationen. Хотелось бы, конечно, сказать в первую очередь о том, что фирма производит очень качественный первоклассный продукт. И, наверное, одним из показателей вот такой первоклассности является то, что у нас очень маленькая доля рекламации. Also das ist ein sehr großer Aspekt bei der Firma Mauersberger, dass wir Produkte mit einer sehr hohen Qualität, mit einer sehr hohen Stabilität ausliefern. Darüber machen wir uns also sehr, sehr viele Gedanken. Ne? Конечно, это первоочередная задача наша, чтобы продукция наша была высочайшего качества. И мы работаем над этим в первую очередь и очень стараемся. Ne? Wir, die Firma Mauersberger, verkaufen zu 90% unserer Produkte in Deutschland. 90% нашей продукции продается дома в Германии. Ne? Und in Deutschland haben wir also einen sehr, sehr guten Stand. Wir sind dort unter den Top 3 der Lieferanten. Они находятся среди топ-поставщиков на третьем месте. Und dann liefern wir noch einen Teil unserer Produkte nach Österreich und in die Schweiz. Мы поставляем нашу продукцию в Австрию и в Швейцарию. Und natürlich nach Russland. И, конечно, в Россию. Und hier in Russland haben wir natürlich ausnahmslos einen Partner, und das ist die Firma Hogart. И здесь наш самый главный, самый любимый партнер – это фирма Hogart. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für Sie zu wissen. Die Firma Produkte der Firma Mauersberger werden Sie in Russland also nur bei der Firma Hogart zu kaufen bekommen. И как бы, наверное, вам тоже интересно знать, что фирма Hogart является эксклюзивным нашим партнером. Ne? Das ist also sehr, sehr wichtig, auch wenn man heutzutage schaut, wie einige Produkte von anderen Mitbewerbern im Internet zu billigen Preisen angeboten werden. Вы же видите в интернете, да, как одни и те же продукты предлагают разные производители по разным ценам. Ja. Дешевле. Ich weiß nicht, haben Sie das verstanden? Ist das möglicherweise angekommen, was ich sagen will? Ja, selbstverständlich. Okay, okay. Ne? Also das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie Produkte der Firma Mauersberger anbieten, dann haben Sie eine sehr hohe Preisstabilität. Предлагая нашу продукцию, у нас, скажем так, вы обладаете правом твердых цен. Ne? Um das mal etwas zu verdeutlichen, wo diese Firma Mauersberger steht. Es gibt in Deutschland jedes Jahr eine Untersuchung. Каждый год у нас проводятся такие вот тесты или соревнования, конкурсы. Genau. Und da werden alle Anbieter in Deutschland für Badewannen nach ihrem Stand im Markt untersucht. Все фирмы-производители, которые производят данную продукцию, как бы тестируются. Ne? Und diese Tafel zeigt hier eine Untersuchung nach dem Verhältnis vom Preis des Produktes zur Qualität. Оценивается качество и цена. Ne? Und die Handwerker in Deutschland sind also der Meinung, dass sie bei der Firma Mauersberger das beste Preis-Leistungsverhältnis erhalten. Что касается фирмы Mauersberger, она оказалась лучшей в позиции цен. Ne? Also die letzte Untersuchung hat gezeigt, dass wir hier den ersten Platz erzielt haben. Und они на первом месте. Ne? In welchem Jahr ist das? Das war im letzten Jahr, also 2016. 2016, 16 oder 17? 16, 2016. 16. Also gut. Ne? Ne? Steht bei dir Oktober 18.
Ja, also da ist dann diese Befragung fand im Jahr 2016 statt und Ja. die Ergebnisse erschienen dann im Jahr Also. 2017. Опрос идет и тестирование начинается в 2016 году, а результат Ja, известен в 2017 weil die Untersuchung году. sehr lange dauert. Потому что очень длительный процесс. Ne? So, dann gibt es hier noch so eine zweite Übersicht. Das ist dann rein die Beurteilung nach Qualität. Второй критерий оценки – это качество. Und da haben wir den vierten Platz erzielt. Мы на четвертом месте. Und vor uns ist die Firma Bette und Kaltewein. Die stellen ja Badewannen aus Stahl her. И перед нами, вот вы видите, Кальдева и Бетте, потому что у них есть ванны из стали. Also sind wir hier, hoppala, die ersten der reinen Hersteller für Acrylbadewannen. Но мы на первом месте по производству акриловых ванн. Ne? So, jetzt gab es im Herbst letzten Jahres noch ein sehr schönes Ereignis für uns. А в прошлом году осенью было у нас замечательное совершенно событие. Wir haben im letzten Jahr den großen Preis des deutschen Mittelstandes gewonnen. Видите, они стали обладателем гран-при представителей среднего немецкого бизнеса. Es hat in Deutschland hier eine Bewerbung von fast 5000 Unternehmen gegeben. Представляете, 5000 предприятий Ne? участвовали, да. Und in unserem Bundesland, in Sachsen, И в нашей земле, Sachsen, Ne, gibt es zwei Preisträger und einer war die Firma Mauersberger gewesen. Два победителя, одна из них вот Ja, фирма da waren wir Mauersberger. persönlich sehr stolz drauf, Конечно, мы очень горды этим. weil da werden viele Dinge bewertet. поскольку многие позиции Ne? оценивались. Nicht nur die Produkte, die Innovation, sondern auch Mitarbeiterumgang, soziales Arrangement. Ne? Also so verschiedene Dinge werden da bewertet. Ja. При этом оценивалась не только продукция нашей фирмы, но еще и социальные условия, как работники работают. Und was für eine Statuette hast du? Это вот Гран-при такая. Was bedeutet diese? Ja, dieser Mann oder Das ist ein oder Mann, Frau. sagen wir so ein bisschen, von einem Künstler. Also diesen Preis gibt es seit 20 Jahren, aber ich kann Ihnen, das ist rein nur von einem Künstler, diese Statue. Ну, разработано каким-то художником, да. Ну, вот такая вот в их области такая, да. Оскар. Местный Оскар. Das war dieser Film zu dieser Auszeichnung. Вот этот фильм они показывали, презентировали на этом мероприятии, когда их награждали. Небольшой ролик такой. Da sieht man so verschiedene Produkte. Also wir waren dann auf einer sehr großen Bühne ausgezeichnet worden. Es waren viele Politiker da gewesen. Ne? Да, нас награждали. Мы стояли на сцене, там политики были на этом мероприятии. Und wie gesagt, es war eine sehr große Präsentation, auch in den Zeitschriften, in den Nachrichten gewesen. Очень да, была большая презентация, пресса вот была освещала все это. Очень волнительно все это было для них. Und das Wichtige ist auch für unsere eigenen Mitarbeiter in der Firma, die sind da sehr, sehr stolz gewesen. Also nicht nur der Chef, sondern auch die Mitarbeiter. И не только я как шеф был доволен этим, но и мои сотрудники на фирме, конечно, очень гордятся. Ne? Also wie gesagt, es ist jetzt nichts unbedingt für Sie, aber darauf kann man schon auch als Firma stolz drauf sein. Ну, это не, я вам говорю не специально, вот как бы для вас, просто, ну, поймите, ну, человек этим гордится, правда? Ne? Das sehen Sie zum Beispiel auch so, ja, ich auf einer Messe, ne? Это на выставке. Ein sehr langjähriger Mitarbeiter von mir, genau. С моим коллегой. Also, das wollte ich Ihnen nur gerne mal zeigen. Это я хотел бы просто вам показать. So, und jetzt kehren wir gleich. Почему бы не погордиться, правда? Если есть такой замечательный результат. Спасибо большое. So, als nächstes möchte ich Ihnen einmal ein paar Produkte vorstellen, etwas anreißen. Ne? Теперь несколько слов о нашей продукции. So, also zum einen stellt die Firma Mauersberger natürlich Badewannen aus Acryl her. Ne? В первую очередь, да, мы изготавливаем ванны из акрила. Das ist unser ganz großes ja, Hauptstandbein, kann man sagen. Это, да, наше основное направление.
Основная продукция. Ich habe hier, wie gesagt, einen Produktkatalog da und natürlich auch die entsprechende Preisliste. Ne? У нас, да, вот каталоги он вам показывает с ценами и с продукцией. Genau, und das ist gleich mal ein Hinweis an Sie. Sämtliche Broschüren, sämtliche Preislisten haben wir aktuell im Herbst letzten Jahres in russischer Sprache neu erstellt, neu aufgelegt. Also Sie haben perfekte Unterlagen für sich. В принципе, как бы они все в прошлом году, поскольку были изменения осенью, они все перевели на русский язык и все теперь удобно в каталогах можно найти. Also da können Sie sehr gut arbeiten damit. Да, очень легко работать. Als nächstes fertigen wir natürlich freistehende Badewannen aus Mineralwerkstoff. Второе наше направление – это свободно стоящие ванны из натурального камня. Genau. Und das ist dann diese graue Preisliste. Это вот такие, да, серенькие брошюрки, да, с продукцией и, соответственно, Preislist. Und wie gesagt, alle werden Sie das dann auf diesen USB-Stick bekommen. На флешке все есть. Ne? Dann fertigen wir natürlich weiterhin sämtliche Badewannen aus Acryl und freistehende Wannen mit Whirlsystemen. Мы также делаем акриловые ванны и свободно стоящие ванны с гидромассажем. Zu dem Thema Whirlpool ist etwas zu sagen für Sie. In Deutschland gab es einige Jahre lang einen extremen Rückgang von Whirlwannen, aber seit zwei Jahren steigen die Verkäufe wieder extrem an. У нас был период, когда гидромассаж вообще ушел вниз очень сильно, спрос упал. И вот только два года назад снова мы пошли в рост. Снова возник этот интерес, да. Ich vermute, dass in Russland in den nächsten ein bis zwei Jahren auch die Whirlpool-Verkäufe wieder steigen werden. Я предполагаю, что, возможно, на вашем рынке эта тенденция тоже будет в ближайшее время наблюдаться. Weil wir in der Entwicklung der Technik sehr viel investiert haben. Потому что мы очень много вложили в развитие техники. Ne? Wir haben zum Beispiel die Motoren sehr leise gestaltet. Например, у нас очень тихие моторы, двигатели. Ne? Also, Sie kennen ja noch diese Whirlpool-Wannen, die so laut sind. Вы же знаете, гидромассаж очень шумный. Also diese Aggregate von Mauersberger sind sehr, sehr leise geworden. А наши моторы очень тихие. Weil, warum? Wir haben ein neues Gebläse entwickelt mit einem Schalldämpfer. У них специально стоит звукоизоляция там. Ne? Also dadurch sind die Geräusche... Schallung auf dem Motor oder ja, auf ja, der Wand? Ja, da, ja, am Motor. Direkt am, am Motor. Прямо на моторе. Also es ist ein komplett neuer Motor mit Schalldämpfer. Совершенно новый мотор с новым звукопоглотителем. Damit ist es uns gelungen, die Geräusche fast um die Hälfte zu reduzieren. И мы практически достигли того, что 50% шума убрали. Und das war eine Entwicklung jetzt im letzten Jahr, in 2017 gewesen. Это вот получилось у нас в 2017 году. Ne? Also das ist sehr aktuell. Auch dort sind wir sehr großer Vorreiter. Ah. Also ein sehr innovativ, kann man sagen. Ну да, вот такая инновация, такая. Ne? Okay, dann fertigen wir natürlich weiterhin Duschwannen aus Acryl. Мы также изготавливаем поддоны из акрила. Und diese Duschwannen will ich Ihnen dann später in meinem Vortrag noch etwas näher erklären. Немножко попозже я расскажу чуть подробнее об этих поддонах. Weil auch da gibt es einige Innovationen von Там тоже есть новинка техническая. Und auch da möchte ich Ihnen heute etwas Neues zeigen, was Sie, glaube ich, so noch nicht gesehen haben. Я думаю, что, наверное, никто еще из вас этого не видел, поэтому я вам расскажу. Aber da kommen wir etwas später drauf. Только чуть попозже. So, hier gibt es natürlich ein paar Produkte, ein paar Fotos von den Produkten und ich möchte jetzt nicht auf jede Acryl-Badewanne eingehen. Я, конечно, не буду вам рассказывать о каждой модели, да? Вот просто на картинке вы видите примеры, какие есть. Ne? Auf eines möchte ich Sie nur mal hinweisen. Vielleicht kennen Sie das Problem dieser normalen Ablaufgarnituren, dass dieser Wasserstand in der Badewanne sehr niedrig ist. Единственное, хотелось бы мне обратить внимание на слив, да? Ну, слив как бы находится всегда под уровнем. Вода под сливом, да? Обычно.
Und jetzt gibt es von Mauersberger Ablaufgarnitur, wo sie diesen Wasserstand einfach um 5 cm erhöhen können. А мы подняли этот уровень воды 5 um 5 на 5 сантиметров. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn Sie in einer sehr kleinen Badewanne baden. Если у вас маленькая ванна, да? Wenn Sie da 5 cm mehr Wasserstand haben, ist das für denjenigen, der badet, sehr angenehm. Конечно, для того, кто там в этой бане, в ванне купается, 5 сантиметров объема больше, гораздо приятней. Ne? Hier finden Sie auch eine etwas andere Ablaufgarnitur, und zwar die Nenshi Square ist optisch etwas anders, sehr schön, sehr geradlinig gestaltet. И вот новая такая у нас модель тоже сливного гарнитура, видите, как пластинка просто. Übrigens, diese beiden Garnituren sind von der Firma Viga. Ich weiß nicht, kennen Sie da, haben Sie schon mal diese Garnituren gesehen? Вы уже знаете эти сливные? Верхний нет, да? А нижний, да, компания Фига, да, делает? Я оба kenne den noch nicht, unten ja, bekannt. Okay, dann habe ich hier Ihnen natürlich einige Bilder mal von unseren freistehenden Wannen aus Mineralwerkstoff mitgebracht. Здесь некоторые образцы свободно стоящих ванн из... Und diese freistehenden Wannen aus Mineralwerkstoff haben also eine sehr matte Oberfläche. Из натурального камня, и они имеют все матовую поверхность. Ne? Die Besonderheit bei diesen Badewannen von Mauersberger ist, dass diese Badewannen auf der Rückseite hohl sind. Особенность этих ванн заключается в том, что они с обратной стороны полые. Okay, und dieser Werkstoff ist 8 mm dick. 8 mm толщина. Ne? Also von der Dicke des Materials vollkommen ausreichend. Достаточно вполне. Durch diese Bauweise, wenn die unten drunter hohl sind, haben sie aber den Vorteil. И таким образом мы получаем преимущество, то, что внутри у нас полая ванна. Dass wir in den, hoppala, in diesen freistehenden Wannen zum Beispiel ein Whirlpool-System montieren können oder auch eine Beleuchtung oder ein Soundsystem. Also мы можем таким образом внутри там установить либо звуковую, либо световую, либо гидромассаж-системы. Ja, oder Musik. Или музыкальную какую-то genau. систему, auch да. Wir bieten ein Musiksystem an. Ja. Да, мы предлагаем и музыкальную программу. Ja. Also da ist sehr, sehr vieles möglich. Hier habe ich mal ein paar Bilder mitgebracht von einigen besonderen Badewannen. Это, так сказать, немножко здесь представлены образцы эксклюзивных ванн, необычных. Das ist zum Beispiel eine freistehende Wanne mit einer Metallbeschichtung. На этой ванне вы видите золотую поверхность, металлическую. Diese gibt es in verschiedenen Optiken, also Gold, Kupfer, Bronze. Она может выглядеть как золотая, как бронзовая, да, как медная. Hier haben wir zum Beispiel, man kann es leider etwas schlecht sehen, in diese Wanne eine Fräsung hineingebracht. Вот здесь, если вы присмотритесь, да, там есть фрезеровка, гравировка. Also wenn Sie zum Beispiel für einen Klienten in diese Badewanne den Namen hineinfräsen möchten, dann ist es möglich, ist kein Problem. Если клиент хочет выгравить свое имя на ванне, пожалуйста. Ne? Если вы свое хотите, пожалуйста. Hier haben wir eine Badewanne, da ist diese Oberfläche mit einer Betonspachtel versehen. А вот на этот образец, он такого цвета, как бетон. Ну, да, наверное, в брошюрах лучше видно. Бетон momentan sehr aktuell in Deutschland. У нас очень сейчас тренд, это такой бетонный цвет. Genau. Und hier haben wir noch eine Möglichkeit, und zwar wird da diese Hülle der Wanne komplett hinterleuchtet. А вот на этой ванне вы видите подсветку, и как бы вот эта вот оберточка, да, она получается вся световая. Ne? Also можно внутри еще гидромассаж сделать? Kann man auch hier Whirlpool? Natürlich. Yeah? In jede freistehende Wanne. Любой. In jede freistehende Wanne können Sie noch ein Massagesystem einbauen. Любой. Да, из этих ванн можно установить гидромассаж. Они же полые внутри. Hier haben wir ein sehr neues Modell. Это новая модель. Ne? Und zwar können wir jede freistehende Wanne mit einer Art Beleuchtung
des Sockels versehen. Мы теперь можем ванну оснастить подсветкой снизу. Ne? Und zwar, ich mache das mal ganz kurz auf, ist da diese Badewanne, wenn Sie jetzt diesen, voilà, das soll jetzt mal dieser Fußboden sein. Ne? Это вот как бы низ ванны. So, und das ist diese Hülle der Wanne. Ne? Это so. Сама ванна. So, und da befindet sich hier dieses Licht. Вот здесь находятся световые. So, und das Licht strahlt praktisch so nach draußen. Dann. И свет как бы отражается, на. Und dieses Licht ist also wechselt von der Farbe her. Вы можете цвет менять. Ne? Und wie gesagt, Sie können es für sämtliche Modelle erhalten. Ne? И для also, как бы любой модели можете выбирать любое. Du meinst, dass das Licht eine, nur ein Licht für? Nein, es wechselt die Farben wechselt von grün zu blau zu rot, je nachdem. Да, то есть цветовая палета, цветовая гамма меняется. Да? Не один цвет может быть на ванне, а целая цветовая. Okay, hier haben wir noch ja nur ein Beispiel, dass wir diese Hüllen der Wannen auch in verschiedenen Mineralwerkstofffarben ausstatten können. Also, мы также можем эти ванны исполнять в любом цвете. Ne? Also schwarz zum Beispiel, das wäre kein Problem. Ne? Даже черными. Ne? Hier sehen Sie zum Beispiel auch im Inneren. Oder nur nein, nur die Hülle. Нет, только сверху, да. Der Innenbereich ist immer weiß. Внутренность всегда да, белая. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Lösung, wo wir an einer freistehenden Wanne noch einen Anbau mit Regalsystemen. Also das ist nur eine Möglichkeit zum Beispiel. Diese Sonderlösungen sind auch möglich, das ist kein Problem. Ne? Вот теперь мы еще можем делать к ванне приставные вот такие вот столики. Ne? Also das ist diese Sonderlösungen sind derzeitig in Deutschland sehr aktuell. Вот у нас актуальна очень тема вот таких моделей. Okay, jetzt haben wir die Badewannen schon abgeschlossen. Ванну тему закрываем. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Dingen zu Duschwannen. Переходим к душевым поддонам. Das ist jetzt für mich etwas neu. In Russland. Для меня это немножко такая новинка. Und da bitte ich einfach mal ein paar Reaktionen von Ihnen, weil Sie kennen ja vielleicht dieses Problem der normalen Acrylduschwanne mit einem normalen Fußgestell. Я буду вам очень признателен, если вы как-то отреагируете немножко, да, на мою информацию, поскольку, ну, в России, я не знаю, как у вас здесь, значит, обычно при душевых поддонах вопрос стабильности такой актуальный. Ne? Vielleicht kennen Sie das Problem von Ihren Klienten oder von den Baustellen, dass diese normalen Duschwannen mit dem einfachen Fußgestell sehr instabil sind. Как бы вы наверняка сами знаете, да, что душевой поддон, большая проблема у него – это стабильность на ножках, который стоит, да? Ne? Ne? Und sie hat gerade schon genickt, vielleicht kennen Sie das. Das Problem ist ja, wenn diese Duschwannen instabil sind, dass zwischen der Duschwanne und den Fliesen das Wasser hineindringt. И если стабильности нет, то вода, естественно, попадает между поддоном и там, ne? Там, где стена или пол. Ne? Ich weiß nicht, ist das bei Ihnen schon manchmal ein Thema oder haben Sie die Probleme schon von Klienten gehört? Это как бы для вас является проблематичным, когда вы разговариваете с клиентами, или это проблемы, этой проблемы нет в России? Ne? Ne? У всех по-разному. Ne? Не очень сильно проблема. Гидроизоляция всегда есть. Kein großes Problem. Hm? Okay. Es gibt Wasserdichtung, Wasserverdichtung. Okay, Wasser. Genau. So, und jetzt haben wir bei der Firma Mauersberger uns darüber auch Gedanken gemacht. Und zwar bieten wir Duschwannen an mit einem völlig anderen oder stabileren Fußsystem. Мы теперь да, разработали новую, новую модель, которая... Сейчас он вам покажет на картинке с ножками и уплотнитель мы туда встроили. Ne? Вот как бы вот душевой поддон как целое, да? Ne? Und как zwar одна haben часть. Sie dann, jetzt muss ich das mal hier etwas ranzoomen. Sie finden also hier in dem Wannenrand eine Verstärkung. Вот здесь вы видите сбоку на да, усилитель.
Уплотнитель. Und dann finden Sie hier diesen Montagerahmen. Монтажная рама. Und in, ja. Genau. Und in diesen Montagerahmen sind diese Füße montiert. И в монтажную раму вмонтированы ножки. Ne? Der Vorteil ist jetzt, преимущество заключается в том, dass das Gewicht in der Wanne durch denjenigen, der duscht, Sekunde, Вес, да? На этом поддоне. Genau, dass durch diesen umlaufenden Rahmen das Gewicht in der Duschwanne sehr gleichmäßig verteilt ist. Распределяется вот благодаря этой раме равномерно. Ne? Sie können dann auch diese Füße verschieben, nach links, nach rechts. Das ist kein Ножки Problem. Можно двигать, да. Also wenn Sie zum Beispiel unter der Duschwanne einen Rohr haben, ein Abflussrohr, если, например, у вас там сливная труба находится, да? Dann können Sie diesen Fuß nach links oder nach rechts verschieben. Ножки можно. Kann man noch zusätzliche Füßleine machen, montieren? Das können Sie, da aber es ist nicht notwendig. Но, собственно говоря, вот этого количества хватает. Weil diese Füße hier, поскольку эти ножки, ne? Für welches Gewicht sind sie? Zu dem Gewicht haben wir gleich noch einen Test gemacht, da zeige ich Ihnen gleich einen Film. Секундочку, терпение. Ne? So, und jetzt zeige ich Ihnen mal einen Film, wo wir diese Duschwannen getestet haben. Und zwar, da gibt es eine kleine Begebenheit. Da. Vor 3 Jahren hat die Firma Villeroy & Boch ein YouTube-Video herausgebracht, wo sie eine normale Acrylduschwanne mit 150 Kilo belastet hat. 3 года назад в YouTube появился ролик фирмы Villeroy & Boch о поддоне, на котором стояло 3 человека. Okay. Да? Und jetzt habe ich gesagt, okay, 150 Kilo, 200 Kilo ist nicht viel, ne? Ну, 150 Kilogramm, не так уж и много для душевого поддона. Und dann haben подумал директор. Man sieht es jetzt gleich, 4 Duschwannen aus unserer Produktion genommen. Sie Они sehen, взяли 4 поддона. Ne? Und zwar, Sie sehen diese Duschwannen hier mit diesen Rahmen zum Beispiel. Вот с этими, с этой рамой, с этими ножками. Bei dieser Duschwanne ist noch ein Dichtvlies, eine Abdichtung mit angebracht. Здесь мы еще сделали уплотнитель из фетра. Hier sehen Sie auch noch mal diese Abdichtung hier. Ne? Здесь тоже, да, третья пластина такая же. Und dann haben wir noch eine 4. Duschwanne genommen. Всего мы взяли 4. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt stellen wir einen LKW darauf. И решили поставить на них грузовичок. Und jetzt sehen Sie gleich, dieser LKW wiegt 7,5 Tonnen. 7,5 Tonnen весит грузовик. Und dieser LKW fährt jetzt auf diese Duschwannen drauf. Ne? Und diese Duschwannen gehen nicht kaputt. Das bedeutet also, dass unsere Duschwannen 7,5 Tonnen aushalten. И наши поддоны выдерживают 7,5 тонн. Ne? В чем вы сейчас и убедитесь. Es ist alles in Ordnung. Видите, все в порядке. С первой попытки. Das ist der erste Versuch, oder der? Ja, natürlich. Да, с первой попытки. Ja, genau. Und dann fährt wieder zurück. Сейчас он поедет обратно. Ne? So, und dann sieht man gleich noch, dass die Duschwannen völlig unbeschädigt sind. Видите, они совершенно не изменились. Also, никаких повреждений. Genau. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Beweis, dass unsere Duschwannen sehr, sehr stabil sind. Я думаю, что это хорошее доказательство того, что у нас очень стабильные поддоны. Ne? Und wenn Sie mal eine Überzeugung für Ihre Klienten brauchen, dieser Film befindet sich auch auf diesem USB-Stick. Ne? Клиентам тоже можно показывать на флешке, да, да, да. Ne? Also ich glaube, es ist ein sehr ehrlicher Beweis. Я думаю, что это честное доказательство. So, und jetzt gibt es diese Duschwannen noch mit einem bereits vorgefertigten Dichtvlies. Вот теперь на этой картинке он хочет акцентировать ваше внимание на этот уплотнитель зелененького цвета. Weil diese Abdichtung mit Dichtvlies ist ja sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, dieses Produkt
bekommen Sie, so wie Sie es hier sehen, im Original angeliefert. Es ist nur ein Stück. Это одно целое, вот таким образом, такой поддон вы будете получать при заказе. Und dadurch ist der, jetzt halte ich das mal ganz kurz an, Moment. Сейчас, минуточку. Ne? Wenn Sie das hier oben sehen zum Beispiel, da befindet sich dieser Dichtvlies hier ran. Und wenn Sie jetzt diese Duschwanne haben, ne, wo Sie das hier dran befinden, dann können Sie das einfach so an die Wand oder auf den Boden und es ist komplett perfekt abgedichtet. И благодаря вот этому уплотнителю, конечно, получается прям идеальное изделие. Да, все равно, что к стене, да, да, гидроизоляция, что на полу. Ne? Also wie gesagt, und der Vorteil ist wirklich, wenn Sie das, diese Duschwanne sehen, die ist komplett so, wie Sie sie hier sehen, in einem Stück geliefert. Вот точно такой же образец, какой вы видите, вот такой вы будете получать. Und egal welche Größe, wenn Sie dann irgendeine Seite bei uns von der Duschwanne aufschlagen, dann finden Sie es hier als Kompletteinheit. Auf welcher Seite? Ja, das sind jetzt zum Beispiel auf der Seite 140. Ne? На странице 140 вы найдете полную информацию по этому поддону. Ne? Also, das ist nur diese Duschwanne, oder? Ja, also wir haben verschiedene Serien. Ohne Dichtvlies, mit Vlies. У них есть с гидроизоляцией, без. Ne? Да, они разные есть. Wie gesagt, das müssen Sie mit Ihren Kunden immer selber entscheiden. Ne? Это вы с клиентом определяете. Ne? Aber hier haben Sie natürlich auch im Hinblick auf Abdichtung eine sehr hohe Sicherheit. Здесь как бы мне бы хотелось, вот, чтобы вы увидели вот эту, да, чтобы вы увидели секунды, это я, насколько, что полную стабильность этого поддона, стопроцентную. Ne? Also ich glaube, da haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht und auch hier sehen Sie wieder diesen Fuß in der Mitte und Sie brauchen hier keine Extrafüße. И видите, в серединке мы тоже сделали эту ножку с тем, чтобы вам как бы дополнительно не пришлось добавлять туда для большей уверенности. То есть, Übrigens, an die Mitarbeiter von Hogart, vom Marketing, diese Präsentation mit dieser Fotografie können wir euch auch auf eure Webseite zur Verfügung stellen. Маркетологи, мы вам можем, так сказать, вот, эту, вот этот ролик, может быть, на вашей странички сделать. Ja, weil diese Fotografie haben wir jetzt erst vor zwei Wochen aufgenommen. Das ist also eine neue Art der Fotografie. Это тоже своего рода новая такая, ну, вид фотографии. Только две недели назад возникло это. Ne? Und Sie können es wirklich durch das selber drehen sehr gut Ihren Klienten erklären. Вы можете так все это вот показать со всех сторон. Ne? Ich weiß, вашим gibt es клиентам. Dazu jetzt von Ihnen noch technische Fragen möglicherweise? Может быть, есть какие-то технические вопросы? Первый вопрос, за счет чего идет усиление, да, и это усиление идет в каждом поддоне или ванне, или это нужно, или это идет опционально и нужно отдельно заказывать? И второй момент, функция, ну как работает вот эта вот центральная ножка, для чего там такой шнурочек? Wozu ist dieser Fuß in der Mitte und der rote Schnur ist dabei? Das war die zweite Frage. Und wodurch ist diese Stabilität oder diese Sicherheit erreicht wird? Also, diese Duschwanne steht gleichmäßig auf diese Füße. Die За счет равномерности ножек ne? На so. Одном уровне. An diese Füße kommen Sie von außen immer heran. Вы все время можете подойти с любой стороны к этим ножкам. Und dieser Fuß hat folgende Besonderheit. Красная ножка, у нее есть особенность. Wenn Sie die Duschwanne mit diesen äußeren Füßen ausgerichtet haben, если вы сделали поддон вот с этими ножками, kommen Sie ja mit der Hand nicht an diesen Fuß. Вы рукой не достанете. Und jetzt haben Sie hier diese Schnur, ne? Und wenn die Duschwanne mit den äußeren Füßen ausgerichtet ist, ziehen Sie die Schnur und dieser Fuß dreht sich von allein nach außen zum Boden. Если вы потянете за шнур, поддон сядет. Du meinst also dieser Fuß? Ja, dieser Fuß dreht sich nach außen. Nach außen. Also nach unten zum Boden. Und dann setzt sich die Duschwanne auf den Boden. Nein, also nur dieser Fuß, dieser Mittelfuß, sagen wir so, dreht sich von allein nach unten. Да, опустится. Может быть, не совсем понятен перевод, но смысл такой для тех, кто здесь присутствует,
что после того, как вы установили поддоны, выровняли по периметру все ножки по уровню, то добраться до центральных ножек практически невозможно, да, их регулировать. Для этого внутри присутствует такой шнур, то есть вы вытягиваете шнур на себя, и ножка уходит вверх. Когда шнур, поддон вы установили, отпускаете этот шнурок, и ножка упирается в пол. Füßlein wird also fest in den Boden, ja? Genau, genau. Und dann braucht man nicht mehr zu regulieren. Nein, nein. Ja, der erklärt das technisch, richtig. Ja, richtig, genau, genau. Technisch, nicht wie ich Amateur. Er hat das schon richtig erklärt, genau. Wenn der erste Versuch nicht glücklich sein wird, kommt die Fuß zurück. Du kannst die Duschwanne einfach wieder hochdrehen und den Fuß wieder reindrehen. Da, musst du поднять, выкрутить, да. Wie viel Mal darf man sowas machen? Drei, vier Mal. Und dann wird kaputt sein, oder? Nein, natürlich nicht. Sie müssen dann nur diese Schnur wieder aufwickeln. Вам нужно просто намотать будет Schnur. Genau, dann können Sie wieder drei, vier Mal ziehen. Тогда можете три, четыре раза снова тянуть, да. Kaputt ist es natürlich nicht. Нет, не должна сломаться. Füße stehen am Rande, ja? Wodurch kommt diese Gleichmäßigkeit des Gewichtes? Weil dieses Gewicht in der Duschwanne auf diesen Rahmen gleichmäßig verteilt wird. Поскольку рама стоит, поэтому рама держит весь вес. Но вес находится не на раме, а вес находится по центру. Das Gewicht ist im Zentrum, ja? Oder wodurch geht diese vergleicht sich, wodurch unterteilt sich das Gewicht? Warum haben Sie diese Punkte gewählt? Ja? Dank was? Also diese Punkte, wie kann das Gewicht, diese Position? Ja, also Sie können diese Position der Füße auch hier haben oder hier. Das ist völlig egal. Вот тогда нагрузка идет от ножки, да, то есть идет нагрузка на поддон, а снизу нагрузка идет в одну точку поддона от ножки. Если снизу рама, то тогда нагрузка от этой ножки распределяется по всему периметру. Ну, мы же то есть в этом месте в конкретном не создается давление. Я понял, это все понятно. Но вот если мы говорим, мы встали вот этот поддон на 120. Душ, ты есть в этом, я душ. Ты встаешь на ту часть между двумя ножками. Und wenn du stehst zwischen diesen zwei Füßen, es geht nicht kaputt. Warum? Warum? Wie verteilt sich das Gewicht? Die Duschwanne ist insgesamt sehr stabil von der Bauweise selbst her. Genau, selbst ist dann die Duschwanne dieser Platte. Und durch diese Verstärkung. Ne? Ach so. Und diese Verstärkung. Und zwischen der Rahmen und der Platte. Duschwanne, genau, genau. Господин Мауэрсбергер говорит, что вес распределяется благодаря самой твердости этого поддона материала, плюс между рамой есть еще уплотнитель. И вес поэтому за счет этого распределяется на всю. А? Понятно? Или не очень? Müssen wir zu dir zu der Fabrik kommen, um das mit eigenen Augen sehen. Ein Vorschlag wäre, ich schicke von dieser Duschwanne ein Muster zur Firma Hoger und Sie sollen selbst testen. Давайте мы вам пришлем такой поддон, и вы прыгаете, скачите, тестируете его. Genau, и, да, ich, и вы, ich, да. Ich schicke euch ein Muster kostenfrei, ne? Ohne Berechnung. Да, so. Он вам бесплатно пришлет, и вы можете испытывать, как там вес распределяется и выяснять. Und so viele Mitarbeiter wie möglich stellen sich auf diese Duschwanne. Und es Sie glauben dir, er will bloß einfach wissen, wie das Gewicht, warum, wenn du zwischen zwei Füßen stehst, geht nicht runter. Nein. Ja, weil, warum? Ja. Warum muss man nur diese... Wenn du diese stabil ist, genau. Okay, also... Так, мы этот вопрос как бы закрываем или... So. Moment, Entschuldigung. So, und dann haben wir neben dieser Duschwanne noch ein weiteres Produkt, und zwar einen sogenannten Duschwannenblock.
Ne? Еще у нас есть так называемый душевой блок. So. Und dieser Duschwannenblock, wie Sie ihn hier sehen, sieht auf der Rückseite aus so wie hier. Вот на обратной стороне он выглядит так, как показал господин Маурсбергер. Dieser Duschwannenblock hat keine Füße. У него нет ножек. Und dadurch können Sie ihn nur auf den Boden kleben, mit einem Kleber oder mit Fliesenkleber. Его можно приклеить клеем на пол. Der Vorteil ist, преимущество, dass Sie eine sehr niedrige Aufbauhöhe haben. Очень невысокий, он высота маленькая. Ne? Und ich zeige, ich habe auch wieder so eine Präsentation hier im Internet. Und da zeige ich diesen Block gleich noch. Ne? Sie, da schaut also auf der Rückseite so aus. So. Und dieser Duschwannenblock steht also, wird also hier auf diesen Rahmen und hier einfach nur auf den Boden geklebt. Also es ist eine sehr einfache Montage. Легкий монтаж, поскольку только приклеивается на пол. Ne? Ich weiß nicht, kennen Sie solche Produkte möglicherweise, diese Duschwannenblöcke zum Aufkleben? Может быть, вы уже знаете такие, такие поддоны? И мы напрасно вам показываем все это. Ne? Знаете или нет? Nicht so. Bekannt? Nein, nein, sind nicht bekannt. Hm. Okay. Also gibt es Leute, die das nicht kennen. Ja, ja. Ich glaube, also das ist in Deutschland auch sehr populär, hm, weil eine sehr niedrige Aufbauhöhe dadurch entsteht. Популярная модель, поскольку невысокая. Ne? Hm. Wie viel, wie hoch ist? 4 cm. 4 cm. Ne? Für Ablauf, was mit dem Ablauf? Der Ablauf, der muss natürlich dann im Boden versenkt werden. Ну, для слив нужно да, ne? В пол, ne? Либо в землю, да, где там вы установите. Also das, vielleicht ist es in Russland nicht möglich, so zu montieren, aber ich wollte es Ihnen nur mal zeigen, weil das ist in Deutschland derzeitig sehr populär. Может быть, у вас это не популярная такая модель, ne? А вот я просто хотел вам показать, что у нас вот это... Aber vielleicht können wir zur Firma Hogarth auch von diesem Teil ein Muster senden. Может быть, имеет смысл вам тоже прислать образец. Ne? Zu dieser Duschwanne noch eine Besonderheit. Здесь есть еще одна особенность. Und zwar bieten wir hier diese Duschwannen mit einer matten Oberfläche an. Мы предлагаем их с матовой такой поверхностью. Ne? Sie alle kennen ja dieses normale glänzender Acryl. Все знают про, про блестящую поверхность. Und bei der Firma Mauersberger bekommen Sie noch ein mattes Acryl. А наша фирма еще изготавливает матовые. Dieses matte Acryl wird bei uns im Werk geschliffen. Мы этот матовый акрил еще и полируем, шлифуем. Das hat jetzt zwei Vorteile. Два преимущества. Zum einen, dass es bei den Duschwannen eine rutschhemmende Wirkung ist. Стабильность возникает при этом, не, ne? Не, да не подскользнешься. Das werden Sie im Trockenen, wenn Sie im Trockenen drüber greifen, mm-hmm, nicht für möglich halten. Was also, Sie werden es nicht glauben, wenn man hier im Trockenen drüber greift. Ja. Ne? Und wenn es und nass ist, ja, dann ist diese Oberfläche rutschhemmend. Ну вот сухая, понятное дело, а мокрая тоже не дает возможности как бы вам сильно подскользнуться. Ne? So, und dann, dadurch wir diese Oberfläche schleifen, können Sie sie auch sehr leicht reparieren. И очень легко она, в принципе, полиру... да, она шлифуется. И ne? Если вдруг там so, какие-то возникают... Und zwar gibt es da diesen Schleifschwamm dazu. Есть специальная губка для этого. Und wenn Sie jetzt eine Reparatur haben, если необходимо отремонтировать, können Sie das ganz einfach ohne Probleme, ich sag's mal so, mit diesem Schwamm quasi schleifen. Ну, можете сами отполировать. Ne? So. Поверхность. Und dieses matte Acryl, wie gesagt, hat natürlich dadurch einen absoluten Vorteil, weil Sie es sehr leicht reparieren können. Очень преимущество в том, что легко ее отремонтировать, если вдруг что-то произойдет. Ne? So. Und dieses matte Acryl gibt es auch bei Badewannen. Это есть также и на ваннах, на душевых поддонах. Ne? Und dadurch bekommt natürlich eine Badewanne ein völlig neues Design, also eine И таким образом eine у нас есть Optik. Возможность да, новый дизайн создать. Ne? So, also das ist eine ganz simple Sache. Очень простое дело. Ganz, ganz einfach. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt in der Preisliste diese matten Badewannen finden, dann haben Sie immer ganz oben den Preis in normal weiß.
если вы возьмете, да, прайс-лист, то вот внизу стоит цена ванны. Und in der vierten Farbgruppe, in der vierten Zeile, finden Sie dieselbe Badewanne mit diesem matten Acryl. Вот эта ванна с матовым акрилом. Ne? Ist also von der Optik her sehr, sehr schön. Und die Firma Hogarth hat ja auch einige Wannenmodelle in diesem matten Acryl am Lager. И фирма Hogarth, у нее есть такие ванны, некоторые модели, даже здесь на складе. Ne? Also, wie gesagt, dieses matte Acryl... Zum einen Optik, also Design. Очень хорошее получается оптическое такое вот, да? Und die, der у него вид. Vorteil, dass es sehr rutschend ist. Второе преимущество, что не упадете. Ne? So. Антискользящая получается поверхность. Werden Sie schneller schmutzig als glänzende? Also Sie können diese Duschwannen und diese Badewannen mit völlig normalen Reinigungsmitteln reinigen. Не проблема, вы можете любым средством их почистить. Natürlich ist eine glänzende Oberfläche etwas leichter zu reinigen, ist klar. Ну блестящую чуть-чуть полегче может быть чистить. Und schmutzig wird es schneller Acryl, matte Oberfläche oder glänzende? Also etwas schneller schmutzig wird natürlich diese matte Oberfläche. Да, матовая быстрее грязнится, nee, чем... Aber Sie können es testen, Sie können es probieren, wenn Sie normal duschen in der Badewanne oder baden in der Badewanne, haben Sie Wasser und Badezusätze oder Duschbad drin und es wird nichts passieren. Ну, это все очень легко устраняемо, поэтому даже во время, вот, когда вы принимаете душ, даже все это можно быстро все сделать. Насколько глубокую царапину Wie tief könnte hier die Rippe sein oder die Zelle? Also diese Rippen sind etwa so ca. 2 Zehntel, also 0,2 mm tief. Die sind zu beseitigen, so einfach. Ja, ja. 0,2 mm wird легко устраняется этой губкой. Aber probieren Sie es ruhig. Ist kein Problem. Можете попробовать сами. Muss man extra diese Mittel haben oder kann man... Also meinen Sie diesen Schwamm? Ja, Sie meinen diesen Schwamm. Muss man extra bestellen oder kann man, egal mit welchem? Oder kommt jedes? Also wir liefern zu jeder Badewanne, die matt ist, einen Schwamm mit dazu. Она прилагается в заказе. Und dieser Schwamm... zu den Matt-Erzeugnissen, genau. Ja, richtig. Da, ganz genau. Mattere. Weil es ist, dieser Schwamm ist etwas speziell für dieses Поскольку Material. Поскольку они как бы специально вот для этого материала изготовлены. Kann man zusätzlich bestellen? Also Sie finden da, можно. In dieser Preisliste bei diesen Duschwannen zum Beispiel, Moment. Falco, Sie haben das nicht, ja, wenn Sie das hätten. Ja, ja. Also Sie finden zum Beispiel hier bei diesen Duschwannen diesen Artikel, da kostet 3,50 Euro. Вот здесь видите отдельная строчка прям выделена 3 евро, поэтому можно да заказывать. Also die Aussage für Sie, es ist immer mit einer ein Schwamm mit dabei. А в комплекте всегда поддону или там к ванне прилагается. Sie können es auch nachbestellen. Ja, ja. На нашей встрече в ноябре выяснилось, что проблема, что эти губки не доходят к нам в Германию. Из Германии, да, ты обещал вопрос как-то решить. Ну, то есть это все актуально. Im November haben Sie gesprochen, dass diese Schwämme nach Russland irgendwie nicht kommen. Ja, habt ihr das im November besprochen? Ja, jetzt bleibt dieses Problem offen. Wir haben einen Karton mit 20 Schwämmen zu Hogarth geschickt. Они послали целую упаковочку 20 штук. Im Dezember. Sie brauchen für ihr Lagerprogramm. Ja, natürlich. Aber ich habe im Dezember. Но в декабре он отправил коробку. Ist es angekommen? Пришла? Ну, наверное. Wahrscheinlich. Okay, also da müssen wir vielleicht nochmal nachfragen. Da, dann haben wir noch was. Wir haben im November darüber gesprochen, aber diese Schwämme braucht ihr natürlich, ne? Конечно, вам да нужны. Хорошо, да. Also, wenn diese Schwämme nicht da sind,
dann sagst du mir bitte Bescheid, okay? Если они не пришли, вы скажите, пожалуйста, ему, ладно? Dann muss ich noch mal eine neue Kiste losschicken. Нужно тогда новый будет собрать ящик. Okay. Also das braucht ihr, ne? Okay, so, und jetzt kommen wir schon fast zum Abschluss. Ну, мы почти уже заканчиваем. So, wir haben dann noch weiterhin eine Duschwanne. Und zwar, das ist diese Serie Iska. Сейчас речь пойдет о серии Iska. Und diese Duschwanne hat die Besonderheit, dass Особенность sie этих поддонов, an den Kanten gefräst ist. Что у них есть фрезеровка на, по краям. Passen Sie auf, jetzt male ich das ganz kurz auf. Die normale Duschwanne hat ja einen Rand, der ist leicht gerundet. Обычно у них закругленные, да, здесь бывают. Und diese Serie Iska, а в серии Iska края, die hat hier прямые, eine sehr scharfkantige Kante. Острые. Der Vorteil ist, wenn Sie die jetzt in Boden einfließen, können Sie mit einer Fliese sehr exakt hier rangehen und haben hier einen ganz kleinen Übergang. А здесь вот на этой модели там есть, когда вы монтируете, да, в пол и плитку присоединяете, там есть такой переход. Ne? Wenn Sie jetzt das normal machen, bei вот den normalen Acrylfarben, если бы обычная, да, модель с закругленными. Haben Sie hier, hier immer einen großen, eine große Здесь Fuge. Получается, да, такая переход, да, получается зазор. Ne? Und jetzt zeige ich Ihnen das nochmal in der Präsentation, dieses Produkt etwas näher. Warten Sie, muss ich wieder meine... so. Sehen Sie diesen Übergang hier? Вот видите, вот этот переход. Ne? Also ist also sehr, sehr... Sie können hier bei dieser Duschwanne mit sehr kleinen Fugen arbeiten. Там получается очень маленькое пространство. Ne? So. Und очень маленькая щель, genau. Узкая. Und natürlich auch auf der Rückseite wieder diese bekannten Montagerahmen, diese bekanntes Dichtvlies etc. Also wie gesagt, stabil, abgedichtet, schnell montiert. И в принципе вот с этим уплотнителем вы очень быстро все это можете установить. So, jetzt bin ich eigentlich mit meinem Vortrag. Все, я закончил. Am Ende haben Sie jetzt möglicherweise noch Fragen. Вопросы. War jetzt mit den Duschflächen schon sehr kompliziert, oder? Было сложно или все сначала? Начнем. Ne? Да, первый поддон. Там еще было где-то написано, что есть из камня. Du hast über Acryl was Duschwannen erzählt. Gibt es auch aus Mineralstoff? Ja. Also wir haben natürlich noch Duschwannen aus Mineralwerkstoff. Mhm. Moment. Da, есть. Diese sind allerdings natürlich schon etwas teurer. Они дороже. So. Und zwar sind das diese Duschwannen. Die sehen eigentlich genauso aus wie dieses matte Acryl. В принципе, они выглядят так же, как и акриловые, матовые. Nur dieser Abfluss ist direkt im Mineralwerkstoff mit eingefräst. Also diese Abflussdecke, ja, ja, ne, da ja, ist im ja. Material eingefräst. Also er ist sehr eben. Но они, скажем так, в отличие от акриловых, у них вот этот сливной отверстие, да, оно прям вот вмонтировано туда. Ne? И получается очень плоское. Und dieses Material ist Mineralwerkstoff 8 mm dick. 8 mm толщина его. Ne? Und allerdings vom Aufbau her genau das gleiche auch wieder mit diesen Rahmen und mit diesen Tischfließen. В принципе, что касаемо установки, все то же самое, что и у акриловых поддонов. Ne? Acryl, aus Acryl sind 4 mm. Acryl ist 4 mm. Mhm. Ja. Genau. Sind sie alle viereckig?
scharfeckig, oder? Also diese Mineralwerkstoffe, Duschwannen, sind exakt so wie hier. Да, ja, они все такие, с острыми углами. Не надо? Надо с круглыми? Könntest du bitte das... die Badewanne, die steht mit dem Tischlein, dann ja. Ein paar Stück zurück. Dreh das zurück. Stopp, stopp, stopp. Ja, also ich hatte Ihnen ja bei der Produktübersicht auch eine Badewanne mit diesem Regal gezeigt. Мы немножко другую показывали с полкой там, да? А здесь? Ne? Und hier haben Sie auch eine Lösung, eine Möglichkeit, wo wir an eine Mineralwanne noch eine Ecke rangebaut haben. Also, здесь есть возможность как бы сделать вот даже для ванны. Kann man zu jedem Modell sowas machen? Ja. Da. Ja. Und woraus ist dieser? Aus exakt demselben Mineralwerkstoff. Из того же натурального камня, как и ванна. Passen Sie auf, wir machen jetzt eine kleine Präsentation. Also, сейчас, Sie entschuldigen, коротко. Ich kann nicht gut zeichnen. Я не очень хорошо рисую. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Klienten. У вас, например, клиент появился. So. Das sind die Wände. Это стены. Ne? So, und jetzt nehmen Sie eine Badewanne, egal welches Modell aus unserem Sortiment. Любая ванна с нашего ассортимента. Ne? So, und jetzt stellen Sie sich vor. Sie müssen diese Badewanne diagonal in die Ecke hineinstellen. Например, вот поставить ее по диагонали в углу. Was machen Sie jetzt Klient. Mit dieser Ecke? Что делать с углом? Es gibt bis daher nur die Möglichkeit, das zu mauern mit Mauerwerk oder mit Fliesen. Ну, либо закрывать там плиткой, либо что-то придумывать, да? Ne? Und wenn Sie das mauern oder fließen, ist es immer sehr, sehr viel Aufwand. Это все трудоемко. Von Mauersberger können Sie diese Duschwanne zum Beispiel direkt mit dieser Ablage komplett aus einem Stück bekommen. Aber so можете все это одной целой целиковой ванны получить в комплекте. Ist это da in der Preisliste? In der Preisliste. Oder nur laut Anfrage? Nur nach Anfrage. По запросу. Weil diese Preise differieren natürlich immer. Weil потому что все зависит от размера. Ungefähr. Also ungefähr diese Lösung, also Aufpreis extra zur Badewanne, 1200 Euro. Ну, где-то 1200 евро только за этот угол. Ne? Also zum Beispiel, diese Badewanne kostet 3400 Euro. Она где-то порядка 3400, сама ванна. Und dieses extra kostet 1200 Euro plus. Ну и плюс за эту, да, за этот угол. Als Beispiel. Как в качестве примера. Sie haben ein Stück. Ну, преимущество в том, что вы получаете это целиком, да, получу вас закрытый угол. Тот же самый материал. Und an den Übergängen zwischen Badewanne und Ablage haben Sie kein Silikon. И между самой вот этой пристроечкой и ванной там нет силикона. Ne? Und es sieht sehr, sehr homogen, sehr gleichmäßig aus, natürlich. Поэтому она выглядит вот как единое целое. Das Einzige, was wir von Ihnen brauchen. Что нам нужно от вас? Eine kleine Zeichnung, чертеж, совершенно ein paar Maße und Sie bekommen von uns eine fix und fertige Zeichnung mit Preis zurück. И мы вам все это точно разрисуем, нарисуем и прайс напишем цену. Im Inneren wird es leer sein oder Zubehör kommt dazu extra oder ist es was meinen Sie? Ablauf, Griffe so, und ja, Ablauf, Griffe, es ist, geht alles Musik, extra. Das kommt extra, ja. Es ist nur leere Form von genau. Dieser. Da. Genau. Mittelgewicht der Badewanne aus Mineralstoff. Ja, also nur diese Badewanne, nur die Wannen wiegen ca. 90 Kilo. Только сама ванна. Да, речь идет только о самой ванне. Ja. Порядка 90 из камня натурального, 90 килограмм. Und dieser Anbau zum Beispiel hier, а пристройка also вот эта, das wiegt etwa so um die 50 Kilo nochmal extra. Ну, еще где-то килограмм 50. Ja?
Also nur bei diesem Beispiel. Вот на этой войне, да? Это два изделия, которые отдельно упакованы и монтируются уже вместе. Sind das zwei getrennte Teile oder ist es ein Stück, das einzeln gepackt und geliefert wird? Das können Sie entscheiden. Sie können, von uns können Sie komplett bekommen oder halt in zwei Teilen. Мы можем вам как отдельных поставить, как отдельные части, а можем как и целые. Beeinflusst das den Preis? Wie bitte? Beeinflusst das den Preis? Nein, nein, der Preis ist nicht. Не отражается. На цене. Вы имеете в виду саму эту пристройку, уголок этот. Dieser Teil, ja, zweiter Teil, nicht die Badewanne. Ja. Hat sie auch irgendwelche Rahmen oder Gestell? Ja, ja. Da, dann ist Karkass. Es ist nicht nur das Material, sondern es ist ein kompletter Rahmen zur Stabilität. Там специальная, да, рама тоже вставлена, чтобы было стабильно. Ja. Sie können jetzt zum Beispiel auch hier sehr gut eine Armatur montieren. Даже можно установить, да, и слив, и... Да, кран, все, что хотите. Гидромассажное оборудование, оно своего производства или используется чье-то? Whirlpool macht die Firma selbst oder kauft bei jemandem? Nein, also diese Technik, Pumpe, Düsen, die kaufen wir zu. Мы покупаем насосы, мы покупаем форсунки. Aber die Whirlwanne komplett. А сам гидромассаж мы делаем сами. Это я понял. Форсунки, моторы, чьи? Дюзен и... Я, изтерштеля. Я. Ди фирма Коло. Фирма Коло. Фирма Коло, genau. Момент. Also das sind zum Beispiel jetzt diese Düsen hier, ne? Die sind bei uns alle super flach. У нас они очень плоские, эти форсунки, ну, вы знаете, наверное. Ne? Also sie stehen nur 5 mm in die Wanne hinein. Только 5 мм в ванну. Ne? Und es ist alles Messing. Высоту это все латунь. Kein Kunststoff. Никакого искусственного материала. Und wie gesagt, alles sehr glatt. И все очень плоско и гладко. Ne? Ну, вы знаете, или не знаете еще. Я знаю, я другой вопрос задал. Von welcher Firma sind die? Die Firma Koller. Koller. Koller aus Österreich. Австрийцы. Genau, genau. Wer ist neu? Сливная, заливная. Und Ablauf, Armatur. Von Viga. Firma Viga, да. Genau. Еще вопрос. В презентации там написано, что установка смесителей. А какие устанавливают смесители? Welche Ablauf... Передать свой Ja, von welchen Firmen oder von welchen Marken Abläufe würdest du empfehlen? Oder Viga. Rekommendiert Viga. Смесители Виговские. Also Sie meinen diese Ablaufgarnitur? Вы имеете в виду слив или тоже экраны и все это? Den Kran auch. Und mit Ach so, die Armatur zum Befüllen. Ja, die Armatur, ja. Das können Sie entscheiden. Это ваш выбор, любую. Was denken Sie, Hans Grohe oder Dornbracht? Ja. Du meinst Deutsche, keine? Ja, natürlich, also, aber da kenne ich mich nicht aus. Вы знаете, я в этом не очень силен. Das entscheiden Sie. Это решаете как бы вы. Ne? Ну, стало быть, любые можете. Я понимаю, да, но ванна-то у них в Германии, а мы здесь в России. Да, чтобы там монтировали. И чтобы там монтировали. Wenn Sie bestellen werden, ja, zum Beispiel mit schon Armatur und dann in diesem Fall wie? Okay, Moment. Вот. Jetzt habe ich verstanden. Pass auf, da habe ich ein Bild. Und so... Nein. Zum Beispiel, leider ist das Bild etwas schlecht. Diese Armatur hier ist von der Firma aus Italien, Fima Frattini. Fima Frattini, знаете фирму? Fima Frattini. Вот это здесь, на этом, например, да, фото, вот это стоит итальянская, итальянский смеситель. Können Sie auch auf die Badewanne montieren? Der fragt, kann er bestellen die Badewanne mit diesem
штык, ода? Если вы хотите, да. Они могут вам поставить вместе с этим оборудованием, только напишите, какое. Он должен нам только сообщить, какую арматуру он хочет. Да. So, und dann montieren wir die Armatur vor. Нет, ну подождите. Что-то, видимо, мы не понимаем, или я не понимаю. Да, поэтому давайте... Обычно смесители рекомендуют, когда встроенный набор ванной, здесь-то любой можно из стены, кто-то купил, поставил. Или вопрос именно, когда встроенный набор ванной. Набор ванной, да, набор ванной, другой вопрос. Когда набор Es geht wenn du nicht... an die Wanne diese Armatur installieren musst, ja? Lieferst du diese Badewanne mit welchen Marken von diesen Armaturen an der an Rand, an Bord, so wie es hier? Nicht alleinstehend oder extra montiert. Okay, ja? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Die erste Möglichkeit, Sie nennen uns Ihre Armatur. Две возможности. Либо вы можете сказать, Клиент у меня хочет вот такую, Und такой смеситель. Fertigen nur die Löcher. И мы только делаем отверстия. Genau. No? Nach dieser Montageskizze. По вашим монтажным рисункам. Genau. Sie können die Armatur dann selbst montieren. Вы тогда можете сами сделать это. Weil die Löcher schon in der Armatur потому sind. Что уже есть. Куда? Zweite Möglichkeit, Вторая wenn Sie возможность. Das möchten, nennen Sie uns Ihre Armatur. Вы называете нам то, что вы хотите. Und Wir montieren die Armatur schon auf die Badewanne komplett. И мы тогда все это делаем вот под ключ. Вот такой вопрос. Если мы здесь сверлим, гарантия на ванну остается, на гидромассажную, например. Если вы здесь сверлите, wenn Sie selber die Löcher machen, bleibt die Garantie. Ja, natürlich. Да. Leroy, там есть... Weil bei Leroy ist ganz andere Geschichte. Wenn Sie die Wanne nicht zerstören. Если вы, конечно, не разрушите Und wenn es eine Risse ja, oder ein Loch entsteht, Garantie bleibt, oder? Wenn Sie natürlich die Armatur, die Löcher bohren ja. und die Wanne reißt, ja. dann sind Sie selber dran schuld. Нет, если у вас все некрасиво сделано, сами несете ответственность, да. Да. Потекло что-то. И окажется, что при сверлении оказалось... Zum Beispiel. Ja. Kunde hat gekauft, Sie haben selber hier gebohrt, installiert, vergeht die Zeit, Kunde benutzt die Badewanne und dann plötzlich irgendwo tröpfelt es da. Okay. In diesem Fall Garantie. Dann können wir keine Garantie übernehmen. Нет, тогда мы не несем ответственности. Извините. Да. Да. Wir können nur die Löcher... Вы... Sorry. Also da ist es gleich wie bei Willeroy-Boch. Это да? так же, как у Вилрой Боха, да. Да. Так, а вы вопрос как бы свой, да, исчерпали? Die Dame meint, dass der Rand zu dünn ist und um alle diese Armaturen zu montieren, ist das... Bei diesen freistehenden Wannen? Вы имеете какой-то из натурального камня или акриловые? No, или все вообще? Акриль. Es geht um Acryl. Wenn Sie bei der Firma Mauersberger eine Badewanne kaufen, wo Sie Wannenrandarmatur montieren möchten, mm-hmm. ne? ja, dann ist der Wannenrand bei der Firma Mauersberger immer extra verstärkt. Zusätzlich muss es bestellt werden oder Nein. ist das schon von Anfang an? Wenn Sie eine Badewanne mhm. mit Löchern bestellt, ja. also zum Beispiel, mhm. Sie sagt, ich möchte dieses Modell ja. Jucunda ja. und bitte bringen Sie mhm. diese Löcher für die Armatur mit ein, ja. dann ist dieser Wannenrand, ja. ne, das ist Acryl, ja. so, das ist Glasfaser. Если вы ему заказываете ванну уже со смесителями, то und тогда dann, они усиливают ванну акрилом. Вот это внизу под черным, да? Haben wir eine extra Verstärkung. И они делают усилитель там. Ne? So. Und dann können wir hier praktisch ein Loch hineinbohren. А тогда можно уже сверлить Und dann ist отверстие. Stabil. И тогда все будет крепко, стабильно. Вопрос, насколько я понял, был в том, что толщина плоти, толщина акрила и смолы, да,
а именно толщина бортика позволит и установить арматуру. Ширина вы имеете в виду? Es geht nicht um die Tiefe, sondern die Breite von Bordkante. Ach so, ja. Also die können wir natürlich nicht ändern. Нет, also, кстати, конечно, мы тогда не поменяем, но... Wenn Sie jetzt... Sie meinen diese... Diese Breite hier, ne? Ja. Ja, ja. Da, вы это имеете в виду, да? Ширину. Das sind unsere Modelle natürlich relativ gleich. Also da müssen Sie immer anfragen, ne? Und dann müssen wir bei uns im Werk schauen, passt diese Armatur drauf oder nicht. Тогда запрашивайте, пожалуйста, нас, потому что ванны все стандартные, поэтому... Weil, в зависимости от того, что вы. Es gibt Armaturen, die sind sehr schmal. Есть смесители очень узкие. Und welche, die sind sehr breit. А есть те, которые очень широкие. Ja. Zum Beispiel die Firma Armaturen Fima Frattini. Вот Fima Frattini смесители. Hat sehr schmale Armaturen. У них очень, да, узкие. Ich weiß nicht, ob Sie diese kennen, aber die hat sehr, sehr schmale Armaturen. Вы нам знаете, да? Что-то вы так загадочно молчите. Да? Пожалуйста, пожалуйста. А у тех акриловых ванн, у которых есть панели фронтальные, вот эти панели, они идут на ритм? У акриловых ванн впереди в панели Акрильбадеваннен, diese Panelen, die vorne sind. Sind sie bei der Bestellung der Badewanne dabei oder muss man extra bestellen? Das Panel ist immer separat. Also extra. Они, да, отдельные. Да, они идут отдельно. Genau. Also sind diese Paneele noch populär in Russland? У вас они популярны в России? Okay. Ja. Ich weiß leider. In Deutschland wird das nicht mehr verkauft. У нас уже... Es gibt Notwendigkeit, diese Rundungen ja, abzudecken. Es ja, fehlen diese... Also für diese Badewanne mit Rundung, da bieten wir natürlich Paneele an. Не мы, да, можем предложить панели, да, к этим ваннам. Aber es ist immer extra. Но это отдельно идет заказ, да? А у них уже нет таких. Про гидромассаж? Что вам рассказать про über Whirlpool? Könntest du ein paar Worte sagen? Okay, dann. Wenn Sie noch Energie haben zum Zuhören. Auch über Musik und Licht? Ja, natürlich. Also Whirlwannen. Ich hatte jetzt bereits gesagt, Sie bekommen von uns Whirlpool-Systeme sowohl für Acrylbadewannen als auch natürlich für freistehende Wannen. Значит, мы поставляем на фирму Hogart гидромассажные системы как для акриловых, так и для ну, камневых, будем называть их, да, ванн. Ne? Die Besonderheit ist, dass, wie gesagt, alle unsere Düsen sehr, sehr flach sind. Особенность в том, что у нас очень плоские форсунки. Dass sie auch natürlich alles aus Messing sind. Also что не из натурального материала, это не какие-то искусственные там заменители. Ne? Und dass wir natürlich diese Gebläse, also diese Motoren, sehr leise gestaltet haben. И то, что у нас очень тихий мотор, наше преимущество. Гарантия dafür? 5 Jahre. 5 лет. Ne? Du meinst für Whirlpool-System? Genau. Да, ne? На гидромассаж 5 лет. Und für Acrylbadewannen auch? Ja. Тоже 5. Genau. Ne? So, wie gesagt, Sie sehen hier verschiedene Düsen zum Beispiel. Das ist die normale Jetdüse. Ne? Aber auf eines möchte ich Sie mal besonders hinweisen. Das wäre vielleicht auch für Hogart, für den Salon. Wir bieten hier eine neue Art der Präsentation an. Вот сейчас у них новая модель она для презентации выставочных. Ne? Вышла. Und zwar bieten wir einen Whirlpool-Brunnen an. Мы предлагаем такой гидромассажный колодец. In diesem Brunnen sind sämtliche Whirlpool-Düsen, die es gibt, montiert. В
всевозможные форсунки туда вмонтированы. So, und jetzt ist in diesen Brunnen, der ist etwa so hoch, он где-то, да, вот такой вот высоты, befindet sich warmes, klares Wasser. Там теплая такая вода, они наполняют. So, und jetzt können Sie bei der Whirlpool-Beratung mm-hmm. mit Ihrem Kunden da hineingehen. Mm-hmm. Selbst? Ja, ja, mit der Hand. Genau. Und Sie können Ihre Hände dort hineintauchen. Вот, и вы можете с клиентом руки туда опустить. Ja, Irina lacht nicht. Dadurch können Sie natürlich dieses Gefühl der Whirlpool-Düsen sehr gut erklären. И тогда все вы сами почувствуете руками, все виды форсунок, которые у них есть. Ne? Weil Whirlpool spricht bei Menschen unsere Sinne an. Поскольку как бы гидромассаж, он затрагивает наши чувства. So, und jetzt müssen Sie etwas mitarbeiten. Wir Menschen haben 5 Sinne. У нас 5 чувств. Kennen Sie die 5 Sinne на des claro, Menschen? На claro, он спрашивает, вы их знаете. Okay, also riechen, hören, sehen, fühlen und? Essen. Ja, ja. Ne? Also jeder Mensch hat 5 Sinne. Ne? Riechen, hören, sehen, fühlen. Ja, Falko, das ist ja klar. Und спрашивает, какие 5 чувств у нас есть. Назовите его, пожалуйста, он перечисляет. So, und ein Whirlpool-Verkauf funktioniert immer über die Sinne des Menschen. И гидромассаж, он как бы идет больше через звук. Und in diesen Brunnen können Sie zum einen sehr gut dieses Gefühl vermitteln. А вы с помощью руки можете все это передать наверх. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier drin warmes Wasser, wie in der Badewanne, 36 Grad. 36 градусов вода, представьте себе, чистенькая, прозрачная. Und Sie tauchen Ihre Hand dort hinein. Опускаете руку. Da können Sie diese Düsen, diesen Wasserstrahl mm-hmm. und diese Luftblase sehr gut fühlen. И чувствуете рукой, какой идет там поток. Ne? Dann haben Sie in den Brunnen noch eine Beleuchtung, also ein farbiges mm-hmm. Licht. Они также туда и свет установили. Sprechen also die Sinne, die, das, 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 второе, да, и третье. Und der Kunde mm-hmm. hört die extrem leisen Pumpen nicht. И клиент не слышит, как работает мотор. Also er ist davon mm-hmm. überzeugt, dass diese Whirlpools sehr leise sind. И такое впечатление, да, у человека, что очень все тихо, красиво работает. Ne? Also, wie gesagt, Sie können mit diesem Brunnen, wenn Sie den in Ihrer Ausstellung haben, sehr gut einen Whirlpool verkaufen. Очень хорошо, да, помогает модель для продаж гидромассажа. Es ist eine Verkaufshilfe. Продажа. Ne? Просто клиенты больше переживают. Многие покупали себе гидромассажи на планах 10 лет назад. И у кого-то хром с форсунок облез, у кого-то из трубок воняет, это все там ужасно. И все уже меняют и ставят без гидромассажа, а в лучшем случае подсветку. Erfahrung von jungem Mann ist ja. Weißt du, Zeit vergeht, diese Düsen werden verlieren ihre Farbe und Schichten. Es riecht von diesen Whirlpool-Systemen. Ja, wahrscheinlich. Aber dann machen Sie Fehler. Dann machen Sie Fehler. Ja. Ja, weil diese Düsen sind aus Messing verchromt. Они из латуни, хромированные. Там ничего вообще не облезет никогда. Die sehen nach 10 Jahren noch genauso aus. Они через 10 лет будут выглядеть так же, как будто вы их только купили. Und wenn diese... А чудо, и там тогда... Ne, Falko, es stimmt nicht. Der junge Mann ist nicht damit einverstanden. Bei uns sehen sie anders aus als in Deutschland. Aber von, welche Düsen, von welchen Düsen spricht er? А какие вы форсунки, как бы вот Mauersbergeровские? Egal welche. Nein. Düsen. Also, es gibt bei dieser Qualität der Düsen sehr große Unterschiede. Да, в форсунках там большая разница в качестве. Zum Beispiel, wenn Sie eine Düse haben, die aus dem Material Kunststoff besteht. Also если она искусственная, из пластика. Ne? Dann löst sich dieses Chrom natürlich sehr schnell ab. Тогда хром слетает там очень быстро. Wenn Sie aber eine Düse aus Messing haben. А если вы из латуни имеете? Von der Firma Koller. Firma Koller. Ne? Dann ist die stabil. Ne? Sie haben zum stabil Beispiel wie lange? Also die Firma Koller ja. vertreibt hier in Russland selbst auch ihre eigenen Düsen. Sie hat zum Beispiel auf der Firma Mospel viele Jahre lang einen eigenen Stand gehabt. Ja gut, aber wie lange sind diese Koller Düsen?
Also 10-15 Jahre mindestens. Вот у них продукция, они, в принципе, здесь в Москве представлены, они были на выставке. 10-15 лет. Ne? So. Also natürlich kommt es auch immer auf die Wasserqualität drauf an. Конечно, качество воды здесь играет решающую роль. Wenn Sie mit viel Kalk haben. Если очень много, большое содержание, да. Калька, да. Kalk? Извести. Ne? Известковая вода. Dann müssen Sie diese Düsen natürlich öfters reinigen. То есть вы просто почистите все. Ne? Und übrigens, diese Düsen von Mauersberger können Sie in der Wanne selbst wechseln. И вы их сами еще можете менять. Вот тоже наше преимущество, что вы можете эти форсунки сами менять. Ne? Also das, selbst das könnte man noch tun. Ne? Und nochmal zu den Riechen, zu den Schläuchen gesagt, da hat der Klient vergessen, diesen Whirlpool zu desinfizieren. А запах возникает из-за того, что клиент забывает продезинфицировать ванну. Ne? Also jeder Whirlpool muss einmal im halben Jahr desinfiziert werden. Обязательно любой гидромассаж раз в год нужно дезинфицировать. Ne? Da gibt es so ein Desinfektionsmittel und das muss immer natürlich einmal im halben Jahr sollte das gereinigt werden. Для этого тоже есть специальное средство и раз в год и все никаких проблем. Aber ich bin natürlich bei Ihnen, wenn Sie diesen Whirlpool 5 Jahre lang nicht desinfiziert haben. Но если вы 5 лет не дезинфицировали свой гидромассаж, dann ist es natürlich fast eklig. Das, ne? Was für Mittel, Reinigungsmittel, was Desinfizierungsmittel? Es gibt ein, von Mauersberger ein Konzentrat. У нас есть специальный Konzentrat такой. Das liefern wir. Kann man das auch bei Firma bestellen? Natürlich. Und Sie bekommen zu jedem Whirlpool schon eine Flasche mit dazu. Да, и гидромассажный ванник прилагается этот уже в комплекте при заказе. Ne? Sie müssen es nur Ihren Klienten sagen. Das ist ganz wichtig. Это тоже нужно клиенту говорить. Ne? Да, und это важно. Ага. Ne? Auch wir haben hier leider bei der Firma Hogarth hatten wir eine Whirlpool-Wanne in dem Salon am Rawowski-Wald. Schon nicht mehr. Der ja, nicht mehr. Aber diese Whirlpool-Wanne war jetzt in Kasan gewesen. Ach so. Und selbst diese Whirlpool-Wanne ist nicht desinfiziert worden. Und? Ja, kaputt? Es ist nicht gut. У вас была в салоне ванна с гидромассажем на Хамовническом валу, но вроде салон закрыли, и она уехала в Казань. Нет, мы ее еще продали еще лет назад. А вы еще продали? Die haben die verkauft. Oh, das ist gut, okay. Замечательно. Все равно, главное, продали. Ja, aber wie gesagt, ganz wichtig ist, aber ganz wichtig ist, dass ein Whirlpool einmal im halben Jahr desinfiziert wird. Ну, в общем, короче говоря, важно, что раз в полгода нужно дезинфицировать гидромассаж. Ну, чистить. Потому что клиент приходит, который эти ванны стоят, максимум там, за 10 лет два раза искупался, и сейчас даже боюсь включать, потому что там маленькая, но объясняет, что надо делать инфекцию. Ну, это делать, заморачиваться, нужна какая-то полностью автоматическая, чтобы ничего не долетело. Falco, da musst du eine Innovation wieder machen. Da musst du eine Badewanne, dass das alles automatisch läuft. Licht, Sanierung, alle diese Sachen, damit nur der Kunde denkt, es ist alles schon picopello und ja, ja, ja. Also was wir eingebaut haben, und zwar, das ist ein optischer Hinweis. Diese Tastatur beginnt nach 15 Bädern an zu blinken. Для очень недогадливых клиентов у нас на вот этой панели после 15 принятий гидромассажных ванн загорается лампочка. Und das ist der Hinweis für den Kunden, der Whirlpool muss desinfiziert werden. Который говорит, почистите меня, пожалуйста. Also das ist dieses selbe System, wie Sie es von diesen Kaffeeautomaten kennen. Как и в кофемашинах. Ne? Da muss man, aber sie piepst nachts. Oh. Okay. Hast du viel zu tun? Хорошо, учтет. Bei uns viele fahren Autos, wo es brennt, es muss gewechselt werden. Aber die Leute strengen sie sich nicht ja, an. Aber dieser optische Hinweis, nicht, dass der Whirlpool desinfiziert werden muss, das ist schon ein Hinweis für den Klienten. Ну вот у нас есть такое вот окошечко такое на панельке, которое говорит, пожалуйста, произведите дезинфекцию.
Aber wie gesagt, das ist der absolute wichtige Punkt, dass dieser Whirlpool regelmäßig desinfiziert wird. Это правда, да, очень такой важный момент, что раз в полгода. Das kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Не дать, не взять надо, все. Вопрос еще про акриловые ванны. Was акрил воды ванны, oder? Про подводные, мы выяснили, как так. Можно установить. Так. А ванны Wie werden die Acrylbadewannen montiert? Haben Sie keine Füße, wenn Sie, wie hier bei dir im Katalog aussieht? Wie geht Also das finden Sie Montage? Eher dann in der Preisliste, ne? Nein, nein, wie wird man, du meinst hier das Schema? Ach so. Wie die Badewanne installiert zu Hause Gibt es da Gefüße, Rahmen oder was? Ja, also folgendes. Die Frage kommt gerade von dem Kollegen zur Montage einer Acrylbadewanne. Ja, 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 ne? ja. Auf jeder Seite, wo dieses jeweilige Wannenmodell dargestellt ist, finden Sie einen Abschnitt über das passende Zubehör. Во-первых, если вот вы выбрали модель этой ванны, да, здесь вам дается рекомендация на рекомендуемые принадлежности к ней. Das sind zum Beispiel Ablaufgarnituren. Вот эти сливные все смесители. Fußgestelle. Ножки. Anker für den Wand, für die Wand. Как она крепится? Ne? Und diese Styroporträger, или Polystyrol-Poddon. Или полистироловые поддоны. Wir möchten wissen, wie das gemacht wird. Ja, also gut, da habe ich jetzt keine Präsentation, das muss ich Ihnen möglicherweise hier aufmalen. У него картинки нету, сейчас он вам нарисует. Ne? Also, So, Badewanne, verkehrt rum. Переворачиваете ванну. Hier in dieser Badewanne befindet sich ein Bodenbrett. Там такая да, как бы плоская доска, да? Ne? So, und jetzt nehmen Sie ein Fußgestell. Берете ne? Ножки. Das ist Metall mit einem Fuß. So, und hier an dieser Stelle wird es in dieses Bodenbrett hineingeschraubt mit Schrauben. Du meinst jetzt die Füße in die Badewanne? Ja, ja, genau. Ножку вкручиваете в ванну. Ne? So. Und dann kann man diese Füße hier einfach herausdrehen. Zack, zack. Ne? So. Du meinst, die Höhe kann man selbst bestimmen. Die Höhe kann man selbst Высоту сами можете определять. Низко, высоко. Ne? So. Und wenn Sie jetzt dieses montiert haben, dann machen Sie folgendermaßen. Okay. Gestell ist im, im Set, ja? Komplett im Set. Komplett da, im Set. Da, ne? Wenn Sie jetzt hier diese Füße haben, ne? Dann sollten Sie praktisch hier an dieser Stelle, вот на этом месте еще, кроме wenn ножек, das ist die Wand ist, это стена, und das ist der Fußboden, Pol, да? Dann kommt hier an dieser Stelle ein sogenannter Wannenanker. Там еще есть, да, крепеж к стене, so, да. Genau, also das sollten Sie nicht vergessen. Und hier bei uns, warten Sie mal, das zeige ich Ihnen. Он тоже дополнительный. Нет, это все в комплекте. Das ist alles in... Sie finden hier diese Fußgestelle. Ne? Auf dieser Seite finden Sie die entsprechenden Fußgestelle. Вот это соответствующие, да, ножки для ванны. Die Frage ist, ist das alles im Komplett für diese Badewanne? Nein. Oder muss man extra bestellen? Sie müssen es extra bestellen. Нет, они идут дополнительные деньги. Und wie es fachlich richtig ist, а как haben правильно wir hier auf dieser Seite eine Schnittzeichnung. Вот они нарисовали на этой странице. Das ist die perfekte Montage. Идеальный монтаж. Ne? Sie finden dann hier diese Anker und hier ist es aufgemalt, wie es perfekt ist. Also das können Sie auch Ihren Klienten geben. So ist dann eine Acrylbadewanne auch perfekt montiert. Они можно прилагать, да. А когда лучше прилагать? Да. Есть ножки. Wann ist es besser, nur Füße zu stellen und Füße mit Gestell? In welchem Fall ist es sinnvoller, nur Füße zu machen oder Füße mit Gestell?
Redet er jetzt von den Badewannen oder von Duschwannen? Речь идет о поддонах или Badewanne? Ja, Badewanne. Badewanne. Was ist besser? Das ist ausreichend. In welchem Fall? Вот этой модели достаточно. Hier wird extra der Wannenrand noch extra abgestürzt. Dazu? Ja, du meinst genau, dazu? Genau. Эти как бы идут в помощь. Вот. Ne? Aber rein theoretisch braucht... gut, es ist noch doppelte Sicherheit. Это двойная как бы ja. Стабильность, да, получается? Also ist vielleicht für schwere Leute ganz Для gut. Больших людей. Ne? Да, also, можно... Damit, также есть еще усиленный борт, да. Da gibt es auch Verstärkerkante. Richtig, genau. Da genau. Есть. Gewöhnlich bei Acrylwannen haben Sie Gestell. Gewöhnlich. Ja. Damit Sie nicht in verschiedene Richtungen. Ja, also. Okay, okay, das, ich verstehe Sie. Sie müssen natürlich eins unterscheiden. Acrylbadewannen von Mauersberger sind als solche schon sehr stabil. В принципе, как бы у нас акриловые ванны очень стабильные. Ja, wenn Sie eine Wanne von Mauersberger bei Hogarth aus dem Lager nehmen, dann können Sie sich auf die Wannenränder setzen, es biegt nichts durch. Wenn ich 100 Kilo wiege? Ja, natürlich. Oder 150? Schwerer. Genau, ist kein Problem. 200 Kilo? Na, 200 Kilo wiegt kein Mensch. Ne? Aber wenn Sie sich auf eine Acrylbadewanne von Mauersberger... На нашу акриловую ванну... Хоть 150 килограмм посадите, nee? Нормально все будет. Я ему говорю, 200. Он говорит, 200 людей не весит. А зачем вам вдвоем на ванну залезть? Zwei Personen in eine Acrylbadewanne. Ist kein Problem. Aber ich habe in Russland Acrylbadewannen gesehen. Sie haben einen Preis gehabt von 70 Euro. Я видел акриловые ванны в России за 70 евро. Wenn Sie sich auf so eine Acrylwanne setzen, да, да, Kind darf man nicht, ja? Ne? Таких also, детей даже нельзя садить. Acrylbadewanne ist nicht gleich Acrylbadewanne. Es gibt da sehr große Unterschiede. Und auf Stabilität legen wir sehr viel Wert. У нас очень это прерогатива стабильность, поэтому у нас ванны очень твердые. Sie haben ja am Anfang von meinem Vortrag diese Übersicht gesehen, wo die Mauersberger ganz oben stand bei Acryl und bei Qualität. Wir haben gesehen, wir haben показывали схемочку, где Mauersberger ist прямо на первом месте по стабильности. Also da legen wir sehr, sehr viel Wert. Поэтому мы этому уделяем очень большое внимание. Можете не заказывать. Im Prinzip kann man diese, mit dieser zweiten Modell nicht bestellen, nicht unbedingt bestellen. Nicht unbedingt, es ist nicht notwendig. Für Ziegel kann man auch bestellen. Ja. Genau. Okay. Waschbecken? Hast du Waschbecken? Ja, aber nur zwei Stück. У нас всего два. Aus Mineralwerkstoff. Из натурального камня. Und zwar diese da. Вот такой он. Ne? Ein Stück, ja? Ja, genau. Also das ist eine Säule. Quasi она ein... как колонна. Und das sind einzelne Becken. И сама чаша. Ne? Es ist dieser selbe Mineralwerkstoff. Это тот же самый минеральный камень, поэтому... Das ist nicht getrennt. Nein, nein. Nein? Ein Stück. Genau. Да, одно целиковое колонна. Okay, und dann habe ich, wie gesagt, ich habe hier vorne noch für Sie auch ein kleines Andenken mit, keine Ahnung, ein Werkzeug. Werkzeug? Was für einen? Ne? Ja, genau. Und wie gesagt, und ihn würde ich natürlich bitten, dass er. Какой-то инструмент он тут вам еще приготовил. Да, и флешки. Ну, если у вас какие-то еще вопросы остались, маленькие, большие, непонятные. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Ja, genau. Ja. Genau, natürlich. Ja, also dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit bei Ihnen. Ne? Und
Ja, wie gesagt, jetzt geben Sie Gas mit Mauersberger Produkten und über die zwei Muster Duschwannen werden wir dann noch sprechen, dass wir die zur Ansicht mal hierher senden. Ну, если у вас нет и не осталось больше никаких ни сомнений, ни вопросов, большое вам спасибо за ваше внимание. Мы только можем пожелать вам полный вперед с нашей продукцией Mauersberger. Да? Genau. А мы еще так. Вот с фирмой Hogarth. Да?